ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein etwas anderes Video für euch. Und zwar soll es heute endlich das Video zu Nalini Sings Gestaltenwandlerreihe geben. Dieses Video wurde in den letzten Wochen und Monaten doch relativ oft bei mir angefragt. Also ihr habt immer mal wieder geschrieben, was ist die Gestaltenwandlerreihe genau? Du redest so oft davon, du schwärmst so oft davon. Worum geht es denn da eigentlich? Was ist denn da eigentlich los? Und ich verstehe das alles nicht. Warum ist diese Reihe so lang? Also die Gestaltenwandlerreihe von Nalini Sing, das sind diese beiden Türmchen hier. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein kleines, aber feines Infovideo zur Gestaltenwandlerreihe. Und ich habe mir mal so ein bisschen was aufgeschrieben, was ich euch denn erzählen könnte über die Gestaltenwandlerreihe. Und darum soll es heute gehen in diesem Video. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Wie ihr ja alle wisst, bin ich ein riesiger Fan der Gestaltenwandlerreihe, weswegen ich auch immer mal wieder über diese Reihe erzähle und euch natürlich auch regelmäßig, wenn neue Bücher zu dieser Reihe erscheinen, euch die Bücher auch vorstelle. Was im Moment aber allerdings ein bisschen schwierig ist, wir sind bei Band 18 oder 19 inzwischen angekommen. Ich muss gleich nochmal durchziehen, wie viele inzwischen raus sind. Und bei vielen ist es so, dass sie diese Reihe nicht kennen und ich rede dann halt über Teil 18, 19 oder keine Ahnung was. Und viele von euch können mit dieser Reihe nichts anfangen, weil sie nicht wissen, was ist das überhaupt. Die Rede davon Teil 18, was ist mit dem Teil 1? Und deswegen machen wir dieses Video heute, dass alle die Gestaltenwandlerreihe noch nicht kennen und sich dafür interessieren, vielleicht mal so dadurch einen kleinen Einblick in diese Reihe bekommen. Worum geht's eigentlich? Warum hat diese Reihe so viele Teile und warum ist sie immer noch nicht abgeschlossen? Und ich würde sagen, wir fangen in diesem Video einfach mal mit der Autorin an dieser Reihe, und zwar mit Nalini Sing. Nalini Sing ist auf Fidschi geboren, allerdings in Neuseeland aufgewachsen. Sie hat auch zwischendurch wohl 3 Jahre in Japan gearbeitet. Nalini Sing hat auch schon in unzähligen Jobs gearbeitet. Von einer Anwaltsgehilfin über eine Bibliothekarin, Süßwarenverkäuferin bis hin zur Lehrerin hat sie viele, viele Jobs ausprobiert. Und 2002 ist ihr großer Traum dann allerdings in Erfüllung gegangen, denn ein Verlag hat das erste ihrer Bücher gekauft. Und damit begann für Nalini Sing die Autorenreise, und ich glaube, diese ist seitdem für sie sehr, sehr erfolgreich, denn Nalini Sing hat viele tolle Reihen geschrieben. Sie hat die Gestaltenwandlerreihe geschrieben, sie hat die Gilde der Jäger geschrieben, sie hat die Rockhiss-Reihe geschrieben. Also ja, es sind sehr, sehr viele Reihen, die ich persönlich auch sehr, sehr gerne mag von Nalini Sing, die dazwischen rausgekommen sind, und ich freue mich da auf jeden Fall auch auf alles, was noch kommt. Nalini Sing schreibt hauptsächlich Romantasy und Romance-Geschichten, also quasi was wir als Contemporary Romance nur Adult bezeichnen, und halt Fantasy-Geschichten mit einer Liebesgeschichte, die da auch so im Vordergrund steht. Ja, zu ihren Romantasy-Geschichten zählt halt quasi die Gestaltenwandlerreihe, die Gilde der Jäger. Wobei man hier sagen muss, dass das Bücher für Erwachsene sind. Das sind Bücher, wo Erotik drin vorkommt. Das sind keine Bücher, die ich jetzt zwingend meinem 13-, 14-jährigen Kind zum Lesen geben würde. Wobei man da ja auch wieder sagen muss, jedes Kind ist anders. Und es gibt natürlich 14-Jährige, die da vielleicht schon die gewisse Reife haben, sowas auch lesen zu können. Das ist aber jetzt nicht meine Sache. Das müssen dann die Eltern da entscheiden, ob sie ihrem Kind sowas erlauben zu lesen. Aber an dieser Stelle einmal gesagt, es sind keine Jugendbücher oder irgendwas. Es sind Bücher für Erwachsene oder zwar vielleicht so ab 16, weil da halt, wie gesagt, echt doch einiges an Erotik teilweise drin vorkommt und auch Sexszenen und alles. Und ja, man muss dann halt selber gucken, inwieweit man sowas seinem Kind dann halt geben möchte zum Lesen. Ansonsten, was kann ich euch über Nalini Sing noch erzählen? Sie liebt es, besondere Charaktere zu schreiben, sie liebt es, besondere Welten zu schreiben. Und ich finde, das merkt man auch. Also gerade die Gestaltenwandlerreihe ist für mich eine so geniale Welt. Und die ist einfach so anders und so einzigartig. Und das ist das, was für mich halt auch die Gestaltenwandlerreihe ausmacht. Diese ganze Welt und diese komplexe, riesengroße Geschichte, die da im Hintergrund steht, von der ich euch immer erzähle, auf die ich aber immer nie eingegangen bin. Aber das machen wir jetzt hier in diesem Video. Und ja, ansonsten gibt es für uns nichts Relevantes zu Nalini Sing zu erzählen. Ich lasse solche Sachen wie, ist sie verheiratet, hat sie Kinder, wann ist sie geboren, sowas lasse ich bewusst weg, weil das ist so Privatsache eines jeden Autors. Und ich finde, das ist für dieses Video und für uns auch nicht relevant. Ich wollte euch nur so kurz einen kleinen Einblick zu Nalini Sing geben. Ich glaube, sie ist ein sehr, sehr lebensfroher Mensch, und ich glaube, sie hat Spaß am Leben. Sie reist auch sehr, sehr gerne, und ja, ich wünsche ihr als Autorin auf jeden Fall noch ganz, 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 ganz viele tolle Schreibstunden, sodass für uns ganz, ganz viele tolle Lesestunden rauskommen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal über zur Gestaltenwandlerreihe. Die Frage, die ich öfters gestellt bekommen habe, was ist denn die Gestaltenwandlerreihe jetzt eigentlich? Die Gestaltenwandlerreihe ist eine
Romantasy-Geschichte, eine Romantasy-Reihe. Also es ist eine Fantasy-Geschichte mit Romance, also mit Liebesgeschichten, die halt schon sehr weit im Vordergrund spielen. Es ist so, dass es eine große Hintergrundgeschichte gibt in dieser Reihe, die von Teil zu Teil immer weiter fortgesetzt wird. Und doch hat jeder Band dieser Reihe seine eigene in sich abgeschlossene Liebesgeschichte. Deswegen empfehle ich auch immer jedem, der mit der Reihe anfängt, fangt wirklich bei Teil 1 an. Es ist, wie gesagt, für die einzelnen Geschichten nicht wichtig, in welcher Reihenfolge ihr im Prinzip die Bücher lest. Aber um diese große, große Hintergrundgeschichte zu verstehen, die da entsteht, sollte man wirklich beim ersten Teil anfangen und sich komplett einmal durchboxen bis Teil 18. Das ist übrigens die Anzahl an Teilen, die bisher erschienen sind. Ich habe gerade nochmal geguckt, es sind bisher 18 Teile erschienen und es ist noch kein Ende in Sicht, wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin, denn wie gesagt, ich liebe diese Reihe und ich liebe die Charaktere, die in dieser Reihe vorkommen und ja, ich liebe diese ganze Welt einfach. Das ist Urban Fantasy, also wir haben schon unsere Welt, unsere Erde in einer nicht allzu entfernten Zukunft. Wir befinden uns ungefähr hier im Jahr 2080. Allerdings ist es so, dass es in dieser Welt nicht nur Menschen gibt, sondern auch Gestaltenwandler, wie es diese Reihe natürlich auch schon sagt. Und Gestaltenwandler ist, wie die Bezeichnung es auch sagt, das sind Menschen, die sich verwandeln können in Tiere. Und es gibt in dieser Welt nicht einfach nur eine Art von Gestaltenwandlern, sondern es gibt unzählige, verschiedene Arten von Gestaltenwandlern gibt es in dieser Welt. Und diese ganzen Arten von Gestaltenwandlern lernen wir in dieser Reihe peu à peu kennen. Und das ist sehr, sehr interessant und es ist richtig cool zu sehen, was es alles für Gestaltenwandler gibt, in welcher Art und Weise diese ganzen Beziehungen da zueinander sind. Und ja, das finde ich richtig, richtig cool, dass es halt, wie gesagt, diese Gestaltenwandler gibt in dieser Welt. Gestaltenwandler sind einfach toll. Die sind einfach toll. Ja, dann gibt es in dieser Welt noch die normalen Menschen, so wie wir halt. Das sind, ja, Menschen wie du und ich. Und was diese Welt für mich so besonders macht, das sind die Medialen. Das sind ebenfalls Menschen, aber das sind Menschen mit besonderen psychischen Kräften. Also die haben zum Beispiel solche Kräfte wie Telekinese oder Teleportation. Die können zum Beispiel auch manche die Natur beeinflussen und ja, viele, viele, viele abgefahrene Sachen können die machen. Und ja, das ist für mich dieser besondere Aspekt in dieser Geschichte. Das habe ich so noch nirgendwo anders gelesen. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich so mit dem Thema auch nicht weiter beschäftigt habe, weil ich habe da meine Reihe gefunden und ich muss jetzt nicht noch 5 Reihen lesen, die so ähnlich sind. Und ja, deswegen habe ich mich auch ehrlich gesagt mit dem Thema nicht so weit auseinandergesetzt, aber jetzt so vom Hören und so habe ich noch keine Reihe irgendwie gesehen oder bin drüber gestolpert oder habe von euch Empfehlen bekommen, die so ähnlich ist. Also ja, wie gesagt, für mich ist die Gestaltenwandlerreihe, was das betrifft, von Aleni Singh da schon was Besonderes, weil wir haben die Gestaltenwandler, die Menschen und die Medialen. Und das sind 3 Rassen quasi, die in dieser Welt aufeinandertreffen. Und das ist sehr, sehr spannend zu erleben, was mit diesen 3 Rassen in dieser Geschichte da genau alles passiert. Und um euch jetzt zu erklären, was eigentlich genau los ist in der Geschichte, muss ich euch den ersten Teil spoilern. Also wir kommen nicht drum herum. Ich kann euch sonst wirklich nicht erklären, was in dieser Welt los ist. Deswegen muss ich den euch grob spoilern. Ich versuche nicht zu viel von der eigentlichen Geschichte vom ersten Teil zu verraten, aber ich muss euch erklären, wer die Charaktere im ersten Teil sind, was mit den Charakteren im ersten Teil so besonders ist und was aufgrund dessen, was im ersten Teil passiert, für eine Lawine losgetreten wird im Prinzip. Weil das, was im ersten Teil passiert, ist ein ganz, ganz großer Schritt für die komplette Handlung. Und ja, da kommen wir jetzt nicht drum rum, euch da ein bisschen zu spoilern. Also, falls ihr jetzt sagt, ich will gar nichts über die Reihe wissen, du hast mich jetzt so angefixt, ich will das selber lesen, dann schaltet jetzt ab. Falls ihr aber sagt, okay, mich interessiert es jetzt schon, um was geht es denn ja da jetzt eigentlich genau, dann bleibt einfach dran, dann seid ihr jetzt ein bisschen gespoilert. Aber wie gesagt, ich versuche nicht allzu sehr zu spoilern, aber ich muss euch, um euch diese Welt zu erklären und diesen Stand in dieser Welt zu erklären und euch zu erklären, was da eigentlich alles passiert, muss ich euch ein bisschen spoilern. Da kommen wir jetzt einfach nicht drum rum. Und ja, ich würde sagen, ich erkläre euch jetzt einfach mal, worum es im ersten Teil geht. Hier haben wir das Schätzchen. Das ist Band 1 der Gestaltenwandlerreihe Leopardenblut. Dieses Buch bekommt ihr inzwischen sehr, sehr günstig bei Rebuy, Medimops und sowas. Also ich habe das, glaube ich, damals für
3 Euro oder so gekauft. Also es ist wirklich keine große Investition, die ihr hierfür tätigen müsst und ihr bekommt eine sehr, sehr tolle Geschichte. Ich fange mal damit an, dass ich euch einfach mal den Klappentext vorlese, dass ihr seht, wie viel eigentlich verraten wird von der Geschichte. Immer öfter liegt Sascha Duncan beim Aufwachen zusammengekrümmt in ihrem Bett. Die junge Frau spürt, dass sie nicht normal ist, sondern einen Defekt hat. Nämlich Gefühle, die von den telepathisch begabten Medialen unterdrückt werden. Mit aller Kraft versucht Sascha, die Fassade der kühlen Geschäftsfrau aufrechtzuerhalten. Sie will um keinen Preis in der berüchtigten Rehabilitationsanstalt landen, deren Insassen jeglicher Persönlichkeit beraubt, ihr Dasein als lebende Tote fristen. Da stellt die Begegnung mit dem Gestaltenmantler Lucas Hunter Sascha auf eine weitere harte Probe. Um die Macht der Medialen zu festigen, soll sie mit dem Anführer der Dark River Leoparden ein Bauprojekt realisieren. Doch vom ersten Moment an fühlt sich Sascha in Lucas Bann gezogen. Und auch in ihm erwachen ungezähmte Begierden. Er erwidert ihre Gefühle voller Leidenschaft, während er gleichzeitig noch eine ganz andere Mission verfolgt. Lucas will die Ermordung einer Leopardenfrau rächen und plant deshalb, in die engsten Regierungskreise der Medialen einzudringen. Mit Saschas Hilfe. Das ist das, was im Klappentext steht. Das verrät schon ein bisschen was zur Geschichte der Gestaltenmantlerreihe. Zu Beginn der Gestaltenmantlerreihe sieht diese Welt wie folgt aus. Wir haben die Menschen, die ganz normal leben und arbeiten. Wir haben die Medialen, die sich so ein bisschen als führende Rasse sehen, weil sie sehr, sehr viele intelligente Menschen hervorbringen mit sehr, sehr starken, besonderen Fähigkeiten. Und da Mediale, wenn sie besonders starke Kräfte haben, es rein theoretisch auch schaffen können, andere zu beeinflussen und zu kontrollieren, sind sie so ein bisschen in die Machtpositionen in der Welt gerutscht. Und dann gibt es noch die Gestaltenwandler. Die Gestaltenwandler leben alle eher so für sich. Die leben alle jeweils in so Rudeln oder Gruppen oder wie auch immer man das jetzt im Tierreich dann nennen möchte. Und leben halt eigentlich sehr zurückgezogen und machen halt eigentlich auch eher nur Geschäfte, wenn untereinander oder mit Menschen, und halten sich aber von Medialen eigentlich fern. Denn Gestaltenwandler sagen, Mediale sind kalt und die sind berechnend und das, das passt einfach so vom Charakter und vom ganzen Wesen einfach überhaupt nicht zusammen, so ein Gestaltenwandler und so ein Medialer. Und ja, dann wie gesagt, haben wir in unserer Geschichte Sascha Duncan. Und Sascha ist eine ganz, ganz besondere Mediale, denn sie hat nicht irgendwelche telekinetischen Kräfte oder irgendwas, sondern sie ist eine E-Mediale. Das heißt, sie ist eine Empathin. Das heißt, sie kann die Gefühle von Menschen beeinflussen und sie kann Menschen in ihrer Umgebung besondere Dinge fühlen lassen. Und wie groß ihre Kräfte eigentlich sind, das lernt Sascha aus dem Laufe der Geschichte kennen. Und das ist das, was wirklich ganz, ganz wichtig ist für diese Geschichte, nämlich Sascha Duncan und ihre E-Fähigkeit, also ihre empathischen Fähigkeiten. Was auch noch sehr, sehr wichtig für die Geschichte ist, dass alle Medialen über ein geistiges Netzwerk miteinander verbunden sind. Das kann man sich sehr, sehr schwer vorstellen. Ich finde, in dem Buch wird sehr, sehr gut erklärt, aber euch selber das jetzt zu erklären, ist sehr, sehr schwierig. Ihr müsst euch das Weltall vorstellen. Mit ganz, ganz vielen Millionen Sternen. Und jeder Stern im Weltall ist ein anderer Mediale. Und die Medialen können sich quasi in diesem Weltall, in dieser Galaxie, gedanklich bewegen. Sie können sich gedanklich zu anderen hinversetzen, sie können gedanklich nach anderen suchen und es gibt dort auch quasi Räume, die geschaffen wurden, wo man sich treffen kann, um im Gedanken, im Geiste miteinander zu kommunizieren und sich zu treffen und auszutauschen. Es werden Daten im Medialnet abgespeichert, also es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu erklären, aber dieses Medialnet ist sehr, sehr wichtig für diese komplette Geschichte. Und ich muss sagen, diese Welt ist sehr komplex und ich hoffe, ich verwirre euch jetzt nicht mehr als alles andere. Ja, auf jeden Fall sind wir an diesem Punkt in der Geschichte, dass Sascha, wie gesagt, diese besonderen Fähigkeiten hat, im Medialnet diese Fähigkeiten aber verbergen muss. Und jeder Mediale kann quasi Schutzschilde in seinem Geiste um seinen Stern halt drum herum bauen und kann damit bestimmte Dinge verbergen. Und Sascha hat von klein auf gelernt, dieses Besondere an ihr zu verbergen und das zu unterdrücken, damit halt das niemand sieht, damit sie halt nicht für kaputt und defekt erklärt wird und in so ein Rehabilitationszentrum muss. Und dann, ja, in diesem Rehabilitationszentrum werden quasi die Menschen, ja, sagen wir mal, das Gehirn wird gegrillt und sie sitzen dann sabbernd in der Ecke und machen gar nichts mehr. Also das, ist das, was Sascha nicht möchte. Deswegen versucht sie, ihre Fähigkeiten zu verstecken und unterdrückt sie schon ihr ganzes Leben. Aber Sascha ist ein
empathischer Mensch. Sie hat Gefühle. Sie ist ein Mensch, der sich rein theoretisch über Gefühle ausdrückt, der komplett auf allen Ebenen in ihrem ganzen Sein und Handeln eigentlich auf emotionaler Ebene handelt. Und das unterdrückt sie. Und das ist jetzt so, dass sie an einem Punkt ist in ihrem Leben, wo das einfach nicht mehr geht. Diese Gefühle kommen immer mehr durch und sie kann das alles nicht mehr unterdrücken. Und die Mutter von Sascha, Nikita Duncan, ist ein sehr, 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 sehr großes Tier in der Welt. Sie ist Geschäftsführerin eines Multimilliarden-Imperiums quasi und sie sitzt auch in einem Aufsichtsrat von den Medialen, der über die Medialen quasi auch entscheidet und so. Und ja, sie ist eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit und deswegen muss Sascha erst recht aufpassen, dass nach draußen hin sie immer wirklich wie eine normale Mediale wirkt, die halt ihre Gefühle nicht zeigt. Und ja, das, wie gesagt, fällt ihr halt immer, immer schwerer. Und als ihre Mutter ihr dann sagt, okay, sie hat dieses Bauprojekt mit diesem Dark River Leopardenrudel, ja, dann wird Sascha halt dazu abgestellt, sich um Lukas zu kümmern, sich um diese ganzen Verhandlungen zu kümmern, das Bauprojekt zu begleiten. Und ja, die beiden, wie es halt so ist, sie sehen sich und sie verlieben sich quasi ineinander. Sie spüren sofort, dass da eine gewisse Anziehungskraft ist. Und Lukas ist ein Gestaltenwandler. Er ist absolut emotional. Die leben ihre Gefühle aus, die zeigen ihre Gefühle. Die halten mit nichts hinterm Berg. Wenn die jemanden toll finden, dann gehen die hin und sagen das und alles komplett frei raus. Und ja, Lukas stellt jetzt halt fest, dass er sehr, sehr stark an Sascha interessiert ist. Und er weiß aber, aufgrund dessen, dass sie ja eine Mediale ist, dass er sich von ihr eigentlich fernhalten muss, weil Mediale ja, wie gesagt, keine Gefühle haben und diese auch nicht erwidern. Jetzt ist es aber dann so, dass im Laufe der Geschichte sich immer mehr zeigt, dass Sascha einen Defekt hat und Gefühle hat. Und ab einem gewissen Punkt in der Geschichte entscheidet sich Sascha dann dafür, diese Gefühle auch zuzulassen, womit sie ja ihre ganze Gattung quasi ja verrät. Denn wie gesagt, die Medialen unterdrücken ihre Gefühle. Das hat auch wieder bestimmte Gründe, das erkläre ich euch gleich, da lese ich euch gleich einen Absatz dazu vor. Ja, sie entscheidet sich dann quasi gegen ihre eigene Rasse, gegen die Gesetze ihrer eigenen Rasse und lässt ihre Gefühle zu. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo Sascha ihre Gefühle zulässt. Das heißt, sie kann ihre Schutzmauern nicht länger aufrechterhalten. Die Gefühle drücken sich durch, das heißt, sie muss aus diesem Medialnetz quasi verschwinden. Da spielt, wie gesagt, diese eigentliche Story, um die es hier geht, mit diesem toten Rudelmitglied, was hier vorne noch drin steht, das spielt auch alles da noch mit rein, das hängt alles da noch mit zusammen, aber darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, sonst spoilere ich euch wirklich komplett. Und ja, das Ende vom Lied ist, Sascha muss aus dem Medialnet verschwinden. Nun ist es aber so, wenn ein Medialer aus dem Medialnet austritt, was geht, was rein theoretisch wirklich geht, dann stirbt er. Weil die Medialen brauchen ein bestimmtes Biofeedback, so heißt es in diesem Buch, was ihr Gehirn mit bestimmten, ja, anderen Wellen verbindet, mit bestimmten anderen Köpfen, also anderen Wesen, um aus denen quasi auch Energie zu ziehen, um halt am Leben zu bleiben. Und ja, wenn Sascha jetzt aus dem Medialnet rausgeht, ja, dann stirbt sie. Und sie tut es trotzdem, um halt auch, wie gesagt, das hängt mit der eigentlichen Story zusammen, halt auch den Täter, der diese Leopardenfrau oder dieses Mitglied des Leopardenrudels getötet hat, um dem eine Falle zu stellen, um den endlich auch zu fassen und zu stellen. Jetzt stellen die diesenjenigen eine Falle, denn es ist ein Medialer. Und ja, dadurch kriegen die den dann und Sascha tritt halt aus dem Medialnet aus. Aber sie stirbt nicht. Und alle fragen sich, warum. Und der Grund ist Lukas. Denn als sie sich für ihre Gefühle entschieden hat und als sie sich für Lukas entschieden hat, ist ein besonderes Band entstanden, was es bei den Gestaltenwandlern gibt. Das nennt sich Paarungsband. Und dieses Paarungsband verbindet immer die zwei Liebenden quasi miteinander. Und es wird immer wie so ein goldener Faden in seinem Geiste beschrieben. Und ja, da Lukas das Alpha-Tier des Rudels ist, ist er auch mit allen anderen Rudelmitgliedern auf einer gewissen Ebene geistig verbunden. Und ja, dadurch bekommt Sascha das richtige Biofeedback, um ihren Geist weiter zu versorgen und sie am Leben zu erhalten. Und mit diesem Austritt aus dem Medialnet, wie gesagt, kommt diese ganze Lawine ins Rollen. Denn das Medialnet ist krank. Das wird dann im Laufe der Geschichte irgendwann festgestellt, dass das Medialnet krank ist. Das hängt damit zusammen, dass die Medialen 100 Jahre zuvor
entschieden haben, ihre Gefühle zu unterdrücken. Denn in der medialen Rasse ist es so, dass es ganz, ganz viele Psychopathen, Serienmörder und einfach kranke Menschen gab, die ihre Fähigkeiten für schlechte Dinge genutzt haben, die andere Menschen entführt, gefoltert, gequält, umgebracht haben. Und man hat dann vor 100 Jahren entschieden, also in den 1970er Jahren war das, und deswegen hat man dann entschieden, dass es das Beste ist, wenn die Medialen alle Gefühle abstellen. Und dieses Programm, was dann eingeführt wurde, nennt sich Silentium. Und Silentium wird gleich als allererstes im Prolog vom Band 1 erklärt. Und ich lese euch mal so vor, was hier zum Thema Silentium steht. Um die außergewöhnlich hohe Zahl an Geisteskranken und Serienmördern innerhalb ihrer Population in den Griff zu bekommen, verabschiedet der Rat der Medialen 1969 ein drastisches Programm namens Silentium. Die Medialen sollten von Geburt an konditioniert werden und lernen, niemals in Zorn zu geraten. Bald musste der Rat jedoch feststellen, dass man dieses Gefühl nicht von den anderen Emotionen trennen konnte. Nach einer 10 Jahre währenden Debatte unter den unzähligen im Medialnetz verbundenen Gehirnen wurden die Ziele des Programms verändert. Seine neue Aufgabe bestand darin, junge Mediale so zu konditionieren, dass sie gar keine Gefühle mehr empfanden. Keinen Zorn, keine Eifersucht, keinen Neid, kein Glück und ganz gewiss auch keine Liebe. Das war der Durchbruch für Silentium. Schon 5 oder 6 Generationen später, im Jahr 2079, erinnert sich niemand mehr daran, dass Mediale je anders waren. Man hält sie allgemein für kühl und kontrolliert, unmenschlich, sachlich und völlig unfähig zu Gewalt in jeglicher Form. Sie besetzen die Spitzenpositionen in Regierungen und Wirtschaft und schließen die von ihren animalischen Trieben beherrschten Menschen und Gestaltmantler davon aus. Aufgrund ihrer überragenden geistigen Fähigkeiten auf den Gebieten der Gedankenübertragung, Vorhersage, Telekinese, Parapsychologie glauben die Medialen, sie ständen auf einer höheren Entwicklungsstufe der Evolution. Es entspricht ihrem Wesen, alle Entscheidungen aus rein logischen und pragmatischen Gründen zu treffen. Dem Medialnetz zufolge liegt ihre Fehlerquote nahezu bei 0. Die Medialen haben Silentium perfektioniert. Das ist der Prolog vom ersten Band. Also da bekommt man gleich erklärt, was Silentium eigentlich ist, was das für ein Programm ist, warum das eingeführt wurde. Und wir lernen jetzt im Laufe dieser Geschichte kennen, dass Silentium doch nicht so perfekt ist, wie alle glaubten. Und dass Emotionen zu unterdrücken zum Chaos führt. Und wenn das Ganze auch 100 Jahre später passiert. Und ja, so entwickelt sich dann die Geschichte. Und mit dem Austritt von Sascha Duncan aus dem Medialnet wird eine, wie gesagt, eine Lawine losgetreten. Weil das Medialnet spürt in dem Moment, wo sie es verlässt, eine riesengroße Erschütterung. Und keiner weiß, was genau da jetzt eigentlich passiert ist und warum diese Erschütterung erfolgt. Aber wir lernen in den weiteren Bänden kennen, dass das Medialnet krank ist. Aufgrund dessen, dass die Medialen keine Gefühle und keine Emotionen mehr zulassen können. Und es wird im Medialnet immer dunkler. Sterne erlischen, ganze Regionen werden von einer schwarzen Seuche quasi, jetzt muss man sich wie so einen schwarzen Nebel, der sich über alles legt, stellen, heimgesucht. Und man versucht dann verzweifelt herauszufinden, wie man das Ganze retten kann, wie man die Medialen vor diesem grausamen Schicksal bewahren kann. Denn wenn keine Hilfe erfolgt, dann werden die Medialen alle sterben. Dann ja, kann man nichts mehr für sie tun. Und darum geht es auch im Großen mit in dieser Gestaltmantlerreihe. Also zu Beginn der Geschichte lernen wir halt erstmal, dass Silentium nicht perfekt ist. Wir lernen, dass es immer noch Serienmörder und ganz schön viele kranke Schweine unter den Medialen gibt. Wir lernen, dass es verschiedene Fraktionen gibt mit verschiedenen Ansichten. Natürlich entwickeln sich die ganzen Gemeinschaften in dieser Geschichte mit weiter. Es werden Bündnisse geschlossen. Es wird integriert? Also, wenn man Intrigen untereinander spinnt. Ich kenne das Verb dafür nicht. Auf jeden Fall werden Intrigen untereinander gesponnen und ja. Ganz am Ende fragt man sich halt, wo soll das Ganze noch hinführen und was passiert jetzt am Ende? Und ab einem gewissen Band kommt ein gewisser Charakter in diese Geschichte. Und das ist der Geist. Also der Ghost. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Geist oder Ghost war im Deutschen. Und diese Person versucht, das alles aufzudecken und versucht, für Aufklärung zu sorgen und versucht, das Medialnetz dann zu retten. Und
irgendwann erfahren wir, wer diese Person ist. Und das ist so gut. Das ist einfach so gut. Und ja, wie gesagt, die Geschichte entwickelt sich dann immer weiter. Und es passieren sehr, sehr viele krasse Dinge. Es passieren sehr, sehr viele schlimme, grausame Dinge. Aber wir haben halt mit ihrem Buch auch eine wunderschöne Liebesgeschichte, die hier erzählt wird. Und wie gesagt, die Geschichte von Sascha und Lukas hat mich damals sehr, sehr begeistert. Die Welt hat mich sehr, sehr begeistert. Sie hat mich einfach in ihren Bann gezogen. Und ja, ich habe dieses erste Buch gelesen und wollte mehr. Ich habe das erste Buch mir damals, glaube ich, erst einzeln gekauft, ohne irgendwie weitere Teile gekauft zu haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich dann auf jeden Fall die nächsten Bände gekauft habe. Und dann habe ich mich wirklich durch diese 13, 14 Teile, die es damals schon gab, durchgekämpft. Und das hat bei mir ein gutes Jahr hat es gedauert, weil ich habe jeden Monat so ein, maximal zwei Bücher aus der Reihe gelesen, weil sonst wäre es mir auch einfach alles zu viel geworden. Also ich könnte jetzt nicht alle 18 Bände am Stück lesen, dann würde ich eine Macke kriegen. Aber wenn man sich das so einteilt und sagt, okay, ich lese jeden Monat ein Teil oder zwei, dann passt das. Und dann kriegt man das auch ganz gut wieder aufgeholt. Wie gesagt, es dauert dann vielleicht ein Jahr oder anderthalb, aber man schafft es, sich auf aktuellen Stand zu lesen. Und es kommt ja nur einmal im Jahr ein neuer Teil raus. Also von daher kriegt man das auf jeden Fall hin. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch das jetzt ein bisschen erklären, worum es in dieser Reihe eigentlich geht, was eigentlich so die große Hintergrundgeschichte ist. Wie gesagt, da passiert dann noch viel, 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 viel mehr, was ich euch aber alles gar nicht erzählen kann. Das waren so die Grundpfeiler dieser Reihe. Und ja, zum Abschluss werde ich euch jetzt nochmal meine Lieblingsteile dieser Reihe zeigen. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich diese Paare besonders ins Herz geschlossen habe und ja, dass ich diese Charaktere besonders interessant finde. Und ja, deswegen zeige ich euch jetzt nochmal fix meine Lieblingsteile. Ich habe mal meine Lieblingsteile rausgesucht. Ich habe jetzt gerade hinten alles auseinandergepflückt. Ich muss das dann alles erstmal wieder in die richtige Reihenfolge kriegen. Aber egal. Mein erster Lieblingsteil ist natürlich Band 1, denn mit dem ersten Band hat meine große Liebe für diese Reihe angefangen und die Geschichte von Sascha und Lukas ist jetzt nicht vielleicht die beste Geschichte von der ganzen Reihe, aber mit dieser Geschichte kommt halt einfach alles ins Rollen und dafür liebe ich diese Geschichte einfach und ich liebe Lukas und er ist toll und Sascha ist toll und es ist alles so gut einfach. Und ja, also der erste Teil ist definitiv einer meiner Lieblingsteile, weil damit einfach alles angefangen hat. Danach kommt direkt Band 3, Eisige Umarmung. Das ist der erste Teil, wo eine ganz spezielle medialen Gruppierung nochmal vorgestellt wird und dazu kommt. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel verraten. Ich lese euch mal hier den Rückband kurz vor, das ist nicht viel, was da steht. Die junge Werwölfin Brenna wurde einst entführt und gefoltert. Seitdem leidet sie unter Träumen voller Gewalt. Als ein Mitglied ihres Rudels ermordet aufgefunden wird, kommen die entsetzlichen Erinnerungen wieder hoch. Der einzige, dem sie sich anvertrauen kann, ist Jude. Ein abtrünniger Medialer und Außenseiter im Wolfsrudel. Ein Mann aus Eis, darauf trainiert, keine Gefühle zuzulassen. Doch Brenna gelingt es nach und nach, seine harte Schale zu durchdringen. Und die Geschichte von Jude und seiner Familie, die ist so, oh mein Gott, das ist so gut. Und ja, deswegen, ich liebe es einfach. Ich liebe die komplette Geschichte rund um Judes Familie. Diese Familie ist einfach toll. Und die Geschichte, wie sie jetzt zum Snowdancer-Rudel gekommen sind, die ist einfach so gut. Deswegen, ich liebe Eisige Umarmung, einfach weil ich Brenna und Jude so feiere. Dann haben wir Im Feuer der Nacht. Das ist die Geschichte von Clay Bennett und Talon. Clay gehört zu den Dark River Leoparden, also wo auch Lukas hingehört, zu der Gruppierung. Und Talon ist seine erste große Liebe quasi. Und ich fand die Geschichte so toll, weil hier endlich mal ein Mensch drin vorkommt. Man muss sagen, der größte Teil der Geschichten, da geht es um Gestaltenwandler und mediale Menschen, gehen hier so ein bisschen unter in dieser Reihe. Also es wird dann später auch noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, was mit der menschlichen Rasse ist. Da gibt es dann auch noch ein Vertreter für ein gewisses Bündnis, was die Menschen betrifft. Und also da passiert schon noch sehr, sehr viel Kram, aber was die Liebesgeschichte betrifft, ist das mit den Menschen recht wenig. Und das war hier, glaube ich, die erste, wo es um einen Menschen mitging. Und deswegen, ja, ich mag die Geschichte von Clay und Helen. Und ich lese euch auch mal hier den Rückband vor. Clay Bennett ist erschüttert, als er seine Jugendliebe Talon McCade wieder trifft. Der Halbleopard hielt sie lange Zeit für tot, doch nun bittet sie ihn um Hilfe. Ein Kind wurde entführt und auch Talon selbst schwebt in großer Gefahr. Zwischen Clay und Talon entflammt erneut eine alles verzehrende Leidenschaft.
Doch schon einmal war Talon vor dem Leoparden in Clay zurückgeschreckt. Man muss auch hier sagen, dass der Leopard in Clay etwas sehr, sehr Spezielles ist. Also im Normalfall ist es bei den Gestaltenwandlern so, dass der Mensch und das Tier in perfekter Symbiose und als Einheit fungieren. Und das ist bei Clay aber nicht so. Das nächste Buch ist auch die Lieblingsgeschichte von der lieben Niki. Also ne, die liebe Niki Kiso. Ja, ich habe ihr schon öfters von ihr erzählt. Eine befreundete Autorin und ja, das ist auch ihre Lieblingsgeschichte und zwar ist das Lockruf des Verlangens. In dieser Geschichte geht es um das Alpha-Tier vom Snowdancer-Rudel und es geht um Sienna. Und die Geschichte von der beiden ist sehr, sehr besonders, denn eigentlich fängt sie schon viele Jahre vorher an und ja, es gipfelt sich dann aber jetzt erst quasi in dieser Geschichte und alles kommt zusammen und das ist einfach so gut und Hawk ist einfach... Hawk ist einfach eine geile Schnitte, man kann es nicht anders sagen, allein von der Optik, wie er beschrieben wird. So gut. Und seit der Winter erwacht habe ich einfach eine Schwäche für große, starke, kräftige Männer mit weißen Haaren. Es ist einfach so. Und Hawk hat weiße Haare und oh mein Gott, er ist so gut. Er ist so ein toller Mann und oh, es ist einfach so gut. Ich lese euch auch mal hier die Geschichte vor. Vor Jahren hat Hawk, der Anführer der Snowdancer-Wölfe, seine Gefährtin verloren. Seither ist sein Herz zu Eis erstarrt. Doch die abtrünnige Miliale Sienna Lauren weckt eine unbändige Leidenschaft in dem wunderbaren Wolf. Die Versuchung ist groß, doch Sienna und ihre Fähigkeiten bedeuten Gefahr. Und für Hawk hat die Sicherheit des Rudels stets oberste Priorität. Hawk muss sich zwischen Pflicht und seinem Herzen entscheiden. Und was diese Geschichte so besonders macht, sind verschiedene Dinge. Zum einen gehört Sienna zur Familie von Jude. Ich hatte ja schon gesagt, die Familie von Jude und so ist ja aufgrund bestimmter Umstände, die mit Sienna zusammenhängen, geflohen und hat beim Rudel Schutz gesucht. Und das ist zum einen besonders, dass diese Familie halt in diesem Rudel mitlebt. Zum anderen sind die Kräfte von Sienna etwas ganz, ganz Besonderes und auch Einmaliges. Und ja, dann ist halt noch diese Geschichte mit Hawk und seiner Gefährtin. Weil eigentlich ist es so, wenn ein Gestaltenwandler einmal einen Gefährten erwählt hat, dann war es das. Dann ist das dieser eine Mensch für den Rest seines Lebens und wenn der stirbt, bleibt er für immer alleine oder stirbt meistens auch. Und das mit der Gefährtin von Hawk ist eine ganz, ganz besondere Geschichte. Und er leidet aber halt auch auf jeden Fall sehr. Aber er ist halt der Anführer eines Rudels. Er kann halt nicht einfach sich umbringen oder irgendwas, weil sie gestorben ist. Und ja, wie gesagt, dann kommt da dieser Sienna-Aspekt noch mit hinzu. Und diese Geschichte ist... Oh, sie ist so gut. Die Bücher sind auch unterschiedlich dick. Wie man das so ein bisschen hier sehen kann. Wartet mal, der erste Band ist im Vergleich noch relativ dünn. Also die Bücher werden zwischendurch auch relativ dick. Was ich aber nicht schlimm finde. Ja, das hier ist im Übrigen Band 11, müsste das sein. Wartet mal. Lockruf des Verlangens ist, ich glaube, der 11. Teil. Ja, also es steht jetzt gerade leider hier nicht so drin, aber ich glaube, das ist Band 11 der Reihe. Man muss sich da schon so ein bisschen durchboxen. Oder Band 10, ich weiß es nicht. Also man muss sich bis da der Geschichte schon so ein bisschen... durchboxen und Aushaltevermögen haben, aber allein um diese Geschichte zu lesen, lohnt sich das allemal. Die Geschichte ist so gut und auch so witzig zwischendurch. Also man muss sagen, Nalini Singh hat auch einen gewissen Humor, den sie immer wieder in die Geschichten noch mit reinbringt, wenn es passt und es ist so toll. Also ja, Lockruf des Verlangens definitiv eins der besten Bücher der ganzen Reihe. Ja, dann haben wir danach, glaube ich, gleich erschienen, Band 12 oder 13 müsste das hier sein. Boah, ich weiß es nicht mehr. Hier ist aber auch doch, ah hier, hahaha. Genau, Lockruf des Verlangens ist Band 10 und hier Geheimnisvolle Berührung ist Band 12. Geheimnisvolle Berührung ist das Buch, wo diese ganze Geschichte mit dem Geist und wer ist es eigentlich und was will der damit bezwecken, was ist eigentlich mit dem Medial nicht los und sowas. Das ist das Buch, wo das alles rauskommt. Das ist das Buch, wo für Aufklärung gesorgt wird und ja, das zum einen macht das Buch natürlich besonders, weil es einen sehr, sehr großen Aha-Effekt hat, so was diese ganze Welt betrifft. Und ja, diese Liebesgeschichte, die hier drin vorkommt, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ich lese euch mal hier den Rückband vor. Caleb Krychek ist einer der mächtigsten und gefährlichsten Männer der Welt. Seine Fähigkeiten übertreffen die der meisten anderen Medialen. Doch Caleb besitzt eine Schwäche, Sarah Tsiriakis.
Die Frau, die er in seiner Jugend geliebt hat und die vor Jahren verschwunden ist. Nun ist es Caleb endlich gelungen, Sarah lebend wiederzufinden. Doch ihr Geist scheint durch die lange Zeit der Gefangenschaft schweren Schaden genommen zu haben. Kann Caleb in ihr die Frau wiedererwecken, die er einst liebte? Und diese Geschichte ist so gut, weil Caleb Krychek ist. Also jeder, der diese Reihe kennt, kann mit dem Namen Caleb Krychek was anfangen und weiß, wie eiskalt und berechnend dieser Mann ist. Und der ist wirklich richtig krass drauf, aber er hat ein riesengroßes Herz, was er halt vor der Welt versteckt, bis Sarah auftaucht. Und Sarah ist wirklich so die Frau, die in ihm halt alles Gute zum Vorschein bringt. Und das ist so toll in der Geschichte zu lesen und dann auch im weiteren Verlauf, wenn sich die Geschichte weiterentwickelt. Die Charaktere kommen ja alle immer mal wieder in irgendeiner Art und Weise mit drin vor, weil das gehört natürlich alles zusammen. Und es ist so toll zu sehen, wie sich das Ganze dann auch entwickelt zwischen den beiden. Und ich liebe Krychek einfach. Ich liebe Caleb Krychek einfach. Er ist so gut. Das ist so toll und das ist so gut, was der alles so für Dinge tut und wie berechnet und eiskalt er manchmal ist. Und es ist einfach so toll. Ja, also geheimnisvolle Berührung. Definitiv eins meiner Lieblingsteile, weil Caleb Krychek, es ist Caleb Krychek. Was soll ich dazu sagen? Oh mein Gott. Und dann wären wir beim sechsten und letzten meiner Lieblingsbücher. Und zwar ist das der erste Teil der zweiten Staffel. Es gibt ab Band 15, müsste das sein, ne? Genau. Die erste Staffel der Gestaltenwandlerreihe geht bis Band 15. Da wird dann quasi ein Break gemacht. Das heißt, wir verlassen dann erstmal unsere gewohnte Umgebung, unsere gewohnten Rudel mit den gewohnten Charakteren, die man so kennt. Und wir fangen quasi an einer ganz anderen Ecke mit einem neuen Rudel und neuen Charakteren. Jetzt aber nicht komplett neue Charaktere, sondern Charaktere, die man im Entferntesten schon kennt. Mein Hund hat Durst. Sekunde. Sein Trinknapf steht halt hier direkt neben dem Bücherregal. Er ist fertig. Ja, auf jeden Fall ist das der erste Teil der zweiten Staffel der Gestaltenwandlerreihe. Und ja, wie gesagt, wir haben hier Charaktere, die wir aus der ersten Staffel schon kennen, so am Rande, die da schon drin vorgekommen sind, so Nebencharaktere. Und wir haben komplett neue Charaktere und auch ein komplett neues Setting. Die erste Staffel spielt so komplett in Amerika, hauptsächlich so San Francisco und Umgebung. Natürlich auch an anderen Orten auf der Welt. Jetzt nicht nur in Amerika, so, es spielt auch überall auf der Welt diese Geschichte, weil gerade dadurch, dass Mediale sich ja teleportieren können und quasi überall hin können auf der Welt, ist man natürlich als Autor da auch sehr, sehr frei im Schreiben, ne? Man kann dann einfach mal sagen, hey, der teleportiert sich jetzt dorthin und hey, der teleportiert sich jetzt dorthin und es ist einfach so gut. Ja, auf jeden Fall spielt trotzdem die erste Staffel so Amerika, San Francisco Umgebung so im Groben. Und jetzt hier in der zweiten Staffel beginnen wir in Moskau. Und das ist auch richtig, richtig toll, weil man dadurch mal ein komplett anderes Setting hat. Wir beginnen in Moskau und das ist die Heimat von Caleb Krychek. Und die erste Geschichte erzählt die Geschichte von Silver Merchant. Und Silver ist die persönliche Assistentin von Caleb Krychek und gehört zu einer der ansehnlichsten Familien auf der Welt, was die Medialen betrifft. Und Silver trifft jetzt hier im ersten Band auf Valentin. Und Valentin ist das Alpha-Tier eines Bärenrudels. Ich habe mich sofort in diese Bären verliebt, Leute. Dieses Bärenrudel ist so toll. Und wie Nalini Singh diese Bären beschreibt, das ist einfach so gut. Generell, wie Nalini Singh die Menschen in ihrer Tiergestalt beschreibt, wie die sich verhalten, wie die aussehen, wie das alles so ist. Das ist so unglaublich gut gemacht. Das ist so toll. Ich kann mich da mal so richtig schön reinfallen lassen, ne? Und hier mit den Bären, es ist einfach so gut. Und ja, in Moskau passieren auf jeden Fall schwierige Dinge und deswegen treffen die beiden dann aufeinander und ich lese euch auch mal hier den Rückband vor. Kontrolle, Präzision und Familie. Das sind die drei Pfeiler, auf denen Silver Merchant ihr Leben aufgebaut hat. Für Chaos, Emotionen und Leidenschaft ist kein Platz. Aber all das verkörpert Valentin Nikolev, Alpha der Stonewater-Bären für die kühle Mediale. Und obwohl sie ihm einen Korb nach dem anderen gibt, lässt sich der charismatische Gestaltenwandler nicht beeindrucken und flirtet bei jeder Begegnung unverhohlen mit ihr. Doch als ein Anschlag auf Silver verübt wird, bei dem sie fast stirbt, ist Valentin ihre einzige Zuflucht. Es
es ist so gut, es ist so gut, Leute. Und die Bären, ne? Diese Babybären, diese kleinen Kinder, die da beschrieben werden, es ist purer Zucker. Es ist so süß, da kriegt man wirklich Karies. Echt jetzt, ohne Scheiß, es ist so süß. Ja, auf jeden Fall, erster Teil, zweite Staffel, Gestaltmann-Reihe. Ich war sofort dabei. Ich war sofort bei den Stonewater-Bären, bei Valentin. Ich fand Silber auch ganz, ganz toll und oh, es ist so gut. Ja, ich kann jetzt weiter nichts erzählen zu dieser Reihe. Ich habe wirklich viel erzählt. Ich glaube, das Video ist auch über eine halbe Stunde jetzt bestimmt lang geworden. Also die Gestaltenwandler-Reihe von Aline Singh ist für mich halt einfach eine der besonderen Reihen, die für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben wird. Das ist eine Reihe, die mich super unterhält, die mir absolut Spaß macht, die auch nach 18 Bänden immer noch nicht langweilig geworden ist, weil Aline Singh einfach immer wieder neue Dinge in diese Reihe hineinbringt und ich freue mich auf jeden Teil, der da noch kommt. Ich freue mich auch generell über alles, was Aline Singh noch schreibt. Ich bin inzwischen ein sehr, sehr großer Fan von ihr. Einzig bei der Gilde der Jäger müsste ich mal noch weiterlesen. Da hat mich der fünfte Teil extrem verstört. Das hat mich extrem verstört. Und ja, aber ansonsten ziehe ich echt meinen Hut, meinen imaginären, vor dieser Frau. Und Aline Singh hat mal in einem Interview gesagt, dass sie immer nur von Band zu Band schreibt. Das heißt, sie hat keinen großen Plan, wo das alles irgendwann mal hinführen soll, sondern sie schreibt wirklich von Band zu Band und entwickelt von Band zu Band auch immer diese Hintergrundgeschichte weiter. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend, weil ich hatte halt gedacht so, sie hat da wahrscheinlich den übelsten Plan, so den Masterplan, was passiert, wo soll das hinführen und so. Aber nee, sie denkt halt von Teil zu Teil und guckt, wo das Ganze dann am Ende landet. Und das finde ich richtig, richtig toll. Ich kann euch die Gestaltmantelreihe von Aline Singh immer wieder empfehlen. Schaut sie euch an. Das ist so eine wahnsinnig tolle Reihe, die man wirklich gelesen haben sollte. Klar, es gibt schwächere Teile, es gibt bessere Teile, aber das hat man halt in jeder Reihe einfach. Und ja, es ist eine Reihe, die es wert ist, gelesen zu werden. Und mehr kann ich zu dem Ganzen auch erstmal nicht sagen. So, das war mein Video zur Gestaltmantelreihe von Aline Singh. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich hoffe, ich konnte euch die Reihe ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht noch mehr verwirrt als sowieso schon, aber diese Reihe ist halt sehr, sehr komplex. Und diese Reihe ist sehr, sehr groß und es passiert sehr, sehr viel. Und das irgendwie versuchen zu erklären, ohne zu viel zu verraten, ist sehr, sehr schwierig. Weil wie gesagt, man muss halt übelst weit ausholen, um viele Dinge zu erklären, die man einfach nicht versteht, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Und ja, also ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu sehr verwirrt. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video so ein bisschen was anfangen. Ich hoffe, ich konnte euch die Reihe ein bisschen näher bringen und konnte euch vielleicht die Reihe auch ein bisschen schmackhaft machen. Denn wie gesagt, das ist eine Reihe, die es wert ist, gelesen zu werden. Und ja, damit beende ich dieses Video auch. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.